Kapitel 12. Mann, du schaffst mich, sagte David schwer atmend, als sie endlich ein freies Taxi ergattert hatten. Toll, ich bin noch nie Taxi gefahren, freute sich Regenbogen. Ich wollte, könnte dasselbe von mir sagen, nuschelte der Taxifahrer vor sich hin. Fahren wir hin? Wollte Regenbogen aufgeregt wissen. Das wüsste ich auch gerne, quatschte der Taxifahrer unfreundlich dazwischen. Einen Moment lang überlegte David, dann wandte er sich an seine Begleitung. Bist du hungrig? Nein, nicht so sehr. Aber wenn du etwas essen willst, gehe ich gerne mit. Ich könnte ja was trinken, schlug sie vor. Der Musiker nannte den Fahrer eine Adresse und wandte sich dann wieder der Elfe zu. Na Bella, also. Ich dachte, mein Herz bleibt stehen, als du plötzlich weg warst. Das ist schön, strahlte die Elfe. Was? Fragte David verwirrt. Ich meine, es ist schön, dass du dir meinetwegen Sorgen machst. Das hat schon lange keiner mehr gemacht, erwähnte sie schüchtern. Er blies die Luft stoßartig durch die Nase aus. Und dann tauchst du so, er deutete auf ihr Kleid, wieder auf. Sie blickte an sich herab. Gefällt es dir nicht? Fragte sie, obwohl sie die Antwort ja schon kannte. Doch, sehr sogar, gestand er. Nur, wo hast du das her? Elfenzauber, flüsterte sie ihm zu. Ich habe keine Wohnung. So wie du. Deshalb ist es ganz praktisch, wenn man viele Dinge mit Elfenzauber erledigen kann. Wenn du lieber ein anderes Kleid an mir sehen willst, ist das sofort zu machen, sah sie ihm mit großen Augen eifrig an. Nein, nein, ich glaube, das wäre jetzt wirklich unpassend, versuchte David, die Begeisterung von Regenbogen zu dämmen. Und deine Flügel, wo sind die? Erkundigte er sich leise. Sie lächelte ihn spitzbübisch an. Unsichtbar. Unsichtbar? Wiederholte er das Wort. Ja, ich habe dir doch schon gesagt, ich kann mich unsichtbar machen. Allerdings habe ich es noch nie nur für Teile meines Körpers ausprobiert, setzte sie nachdenklich dazu. Vor einem großen Gebäude hielt das Taxi an. David zahlte und stieg aus und öffnete Regenbogen die Tür, die sich vergeblich damit abgemüht hatte. Oh, so einfach geht das, entschlüpfte es ihr erstaunt. Sie betraten ein großes Restaurant. Regenbogens Augen glänzten und sie schwebte fast vor Aufregung. Ein gut gekleideter Mann begrüßte sie. Hallo, Mr. Giaretti. Ein Tisch für zwei Personen? Fragte er sachlich und konnte dabei die Augen kaum von der Elfe lassen. David bejahte. Und damit wurden sie quer durch den Raum zu einem kleinen Tisch geführt. Von einigen Gästen wurde David beim Vorbeigehen freundschaftlich begrüßt und Regenbogen dabei neugierig und bewundernd angesehen. Der riesige Raum war ganz in Weiß gehalten. Die Stühle und Sitzgruppen hatte man mit rotem Samt bezogen. Unzählige Spiegel ließen den Raum noch größer und heller erscheinen. An einer Wand war ein riesiges Buffet aufgebaut, mit allerlei kalten und warmen Speisen. Regenbogen konnte gar nicht genug sehen. Ich bin das erste Mal in einem Restaurant, weißt du? So nah wie heute bin ich den Menschen noch nie gekommen. Du musst mir sagen, wenn ich etwas verkehrt mache. David sah lächelnd an. Du machst alles wunderbar, glaub mir. Was möchtest du trinken? Was schlägst du vor? Vielleicht Wasser oder Orangensaft oder Weißwein. Ich habe keine Ahnung, was du trinkst. Weißwein kenne ich nicht, raunte sich David zu. Ich nehme lieber normales Wasser. Geht das? Er nickte kurz, richtete sich an den Kellner, der schon ungeduldig wartete und es anscheinend dabei auch noch genoss, Regenbogen ungeniert betrachten zu können. Ein stilles Wasser für die Lady und für mich ein Sprudelwasser, bitte. Sehr gerne, lächelte er dabei Regenbogen an. Kommt sofort! Als der Kellner wieder gegangen war, sagte David. Ich habe keine Ahnung, was du außer Obst sonst noch zu dir nimmst. Darum habe ich dieses Restaurant ausgesucht. Da drüben kannst du dir einfach nehmen, was du willst. Und so viel du möchtest. Das ist ja toll. Begeistert sprang sie auf und wollte schon los, als David sie am Handgelenk zurückhielt. Warte, wollen wir nicht gemeinsam gehen? Ja, natürlich, entschuldige, bitte, David. Verlegen sah sie auf seine Hand, die ihre festhält. Da, wo er sie berührte, kribbelte ihre Haut angenehm. David stand auf und ließ ihr Handgelenk los.
Dann legt er ihr seine Hand auf den Rücken, um sie mit sanftem Druck zu führen. Was isst du sonst noch? Flüsterte er nah an ihr Ohr. Sein Atem kitzelte sich angenehm im Hals. Ich esse fast alle Früchte von Pflanzen und zum Teil auch viele Pflanzen selbst. Weißt du, ich kann nicht wählerisch sein. In manchen Gegenden sind Pflanzen eher selten. Saftiges Obst wie bei dir habe ich nicht jeden Tag zur Verfügung. Ein weiterer Kellner mit weißem Hemd und schwarzer Weste stand bereits mit einem großen Teller in der behandschuhten Hand auf der anderen Seite des Buffets und fragte: Was darf ich auflegen, Miss? Die Elfe drehte sich zu David um und strahlte ihn an. Der lächelte zurück, nickte ihr aufmunternd zu. Regenbogen lächelte den Kellner an und zeigte auf den Teller mit kleingeschnittenen Gurken. Bitte davon. Der Angestellte legte ihr eine Scheibe Gurke auf den riesigen Teller und wartete. Enttäuscht sah ihn Regenbogen an. Kann ich nur eine davon haben? Nein, natürlich nicht, entschuldigte sich der Mann und wurde rot. Ich lege auf und Sie sagen einfach Stopp, schlug er vor. David amüsierte sich köstlich. Er musste sich sehr bemühen, seine Haltung zu bewahren. Regenbogen legte also los. Als der Kellner ihrer Meinung nach eine angemessene Portion Gurken angehäuft hat, sagte sie gebieterisch: Stopp! Der Mann mit den weißen Handschuhen hielt sofort in der Bewegung inne und wollte der Elfe den Teller reichen. Aber da ist doch noch Platz drauf, protestierte sie. Oh, natürlich! Der Dienstsitzer zog den Teller zurück und fragte verlegen: Was darf ich noch reichen? Hinter Regenbogen gluckste David in seine vorgehaltene Hand. Regenbogen zeigte auf eine weitere Schüssel. Bitte 4 Stücke von der Tomate und dann noch von dem Mais. Sagen wir mal 2 Löffel. Nein, lieber 3. Ich wusste ja nicht, dass Sie den Löffel nicht richtig voll machen, versuchte sie ihre Meinungsänderung zu erklären. Sie deutete dabei auf Oliven, Paprika, grüne Bohnen und scharfen Chili. Soll ich den Chili auf einen anderen Teller legen? Schlug der Angestellte vor. Das ist eine ausgezeichnete Idee, lobte ihn Regenbogen. Reicht eine Chili? Die ist wirklich sehr scharf, warnte er und winkte mit der Hand einen Kollegen herbei. Dem drückte er den ersten vollen Teller in die Hand. Der Kellner ging damit zum Tisch und stellte ihn dort ab. Regenbogen folgte ihm misstrauisch mit den Augen. Dann wandte sie sich wieder an den Kellner, ihr gegenüber zu. Nein, ich denke, dass ich bestimmt 5 davon schaffe. Auch diesen Teller wollte ein Bediensteter davontragen, als Regenbogen meinte, es hätten noch Radieschen auf Platz. Die haben ja schließlich eine gewisse Schärfe, belehrte sie den Kellner. Du entschuldigst mich kurz, brachte David mit rotem Kopf nun mühsam heraus. Schon war er nach draußen verschwunden. Ein Lachanfall ließ sich einfach nicht unterdrücken. Er lachte ungeniert laut, sodass ihm die Tränen in die Augen stiegen. Als er meinte, sich wieder in den Griff zu haben, kehrte er ins Lokal zurück. Am Empfang trat wieder der gut gekleidete Mann auf ihn zu und sprach ihn an. Mr. Doretti, ich habe mir erlaubt, Ihnen einen größeren Tisch zu geben. Da haben Sie es bestimmt bequemer. David suchte mit den Augen den Raum ab. Sein Blick blieb am einen großen Tisch hängen, mit circa 20 großen beladenen Tellern darauf. Das war zu viel. David schaffte es nicht einmal bis zur Tür, als der nächste Lachanfall ihn überkam. Und sie wollte nur etwas trinken, prustete er laut heraus. Er musste Regenbogen stoppen, nahm er sich vor, sobald es seine Gefühle zuließen. Er atmete ein paar Mal tief durch und ging zügig auf Regenbogen zu. Sie drehte sich zu ihm um, als sie seine Hand auf ihren Rücken spürte. Ach David, ich dachte, du wolltest auch was essen. Wo warst du denn so lange? Fragte sie unschuldig. Beeil dich lieber, sonst esse ich dir alles weg, scherzte sie und stieß ihn leicht mit den Ellbogen in die Seite. Annabella, meinst du nicht, es ist vorerst genug? Versuchte er, sie zu bremsen. Dabei zeigte er mit der Hand auf ihren Tisch, die mit überhäuften Tellern bedeckt war. Ja, vielleicht hast du recht. Wollte ich das alles haben? War die Elfe erstaunt. Sieht ganz danach aus, beantwortet David grinsend ihre Frage. David holte sich noch etwas Lachs und ein paar Scheiben Brot. Dann half er seiner Begleitung, mit ihren großen Portionen fertig zu werden, weil das Mädchen erstaunlich viel dabei selber verschlang. Beeindruckt sah nicht nur David, sondern auch ihr Kellner zu, als Regenbogen, ohne mit der Wimper zu zucken, eine Chili nach der anderen verspeiste. Während des Zahlens lief David ein Taxi bestellen, das dann schon vor dem Lokal auf sie wartete, um sie nach Hause zu bringen.